Guten Morgen, meine Lieben. Ich lade euch ein, eine Yoga-Einheit mit mir zu praktizieren und ich freue mich, wenn du direkt mitmachst. Gut, dann setz dich einmal bequem hin, so dass du deinen Rücken wirklich lang und aufrecht halten kannst und leg die Hände entspannt auf deine Beine, wenn du magst, vor mein Shin-Mudra. Mach das, was für dich angenehm ist. Und dann schließe deine Augen und spüre, dass du in Ruhe hier ankommst. Nimm dir einen Moment, um dich hier selber wahrzunehmen. Verbinde dich mit deinem Körper. Verbinde dich mit deiner Atmung. Spüre deine Atmung. Bewusst auf- und absteigen. Mit jeder Einatmung mach dich lang über die Krone deines Kopfes und mit jeder Ausatmung lass deine Schultern sinken. Dann öffne ganz sanft deine Augen und stell dich langsam auf Bewegung ein. Atme ein, mach dich lang. Ausatmen, lass deine Arme sinken. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, lass deine Arme auf der rechten Seite sinken. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, dreh nach links, lass deine Arme nochmal sinken. Noch einmal einatmen, Länge, ausatmen, dreh nach rechts. Einatmen, Länge, ausatmen, dreh nach links. Einatmen, Länge, ausatmen, lass die Arme bis zur Schulterhöhe sinken. Einatmen, mach dich weit, ausatmen, runde und umarme dich. Einatmen, mach dich weit, öffne dein Herz. Ausatmen, runde und umarme dich. Einatmen, mach dich noch einmal ganz weit. Ausatmen, runde dich. Einatmen, streck dich noch einmal lang hoch und mit der Ausatmung lass deine Arme hier sinken. Einatmen, heb deinen linken Arm. Und ausatmen, lass ihn am Ohr vorbei sinken. Öffne noch einmal deinen Brustkorb Richtung Himmel. Mach dich lang. Schieb deine linke Gesäßhälfte Richtung Boden. Halt hier an. Deine rechte Hand schiebt den Boden von dir weg. Atme noch einmal tief ein. Und mit deiner Ausatmung senk die Hand wieder ab. Einatmen, heb deinen rechten Arm. Ausatmen, lass den Arm am Ohr vorbeifallen. Schieb deine rechte Gesäßhälfte ganz fest in die Matte. Öffne noch einmal deine rechten Rippenbögen, mach dich lang, atme tief. Und dann atme ein, heb noch einmal beide Arme. Und mit der Ausatmung wechselst du in den Vierfüßlerstand. Platziere noch einmal deine breit aufgefächerten Hände unterhalb deiner Schultern. Deine Knie sind hüftbreit geöffnet. Dann atme ein in den Kuhrücken. Ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmen in die Kuh. Ausatmen, die Katze saugt den Bauchnabel noch einmal ganz weit nach innen. Einatmen noch einmal in die Kuh. Ausatmen noch einmal in den Katzenbuckel. Ein letztes Mal einatmen in ein sanftes Hohlkreuz. Ausatmen, setz deine Füße unter und drück dich hoch in deinen ersten herabschauenden Hund. Mache jede Bewegung, die dir gut tut, die dich hier gut ankommen lässt. Mach einmal weiter, ich mache die Musik mal ein bisschen lauter.
Komm noch einmal an in deinem vollständigen herabschauenden Hund. Drück das Gewicht von deinen Händen weg. Schick dein Steißbein noch einmal lang Richtung Decke. Dein Kopf ist ganz locker. Und dann wandere mit vielen kleinen Schritten nach vorne zwischen deine Hände. Beuge deine Knie und roll dich langsam entlang deiner Wirbelsäule auf. Spür noch einmal deinen festen Stand. Spür deine Fußsohlen auf dem Boden. Spüre noch einmal eine leichte Aktivität in deinen Oberschenkeln. Eine leichte Aktivität in deinem Beckenboden, in deinem Bauch. Atme ein, mach dich lang. Ausatmen, lass dich runter zu deinen Füßen. Einatmen, Adha Uttanasana, Hände in Kontakt mit Boden oder Schienbein. Ausatmen, lass dich nochmal sinken. Einatmen, noch einmal langer Rücken. Ausatmen, zieh dich nochmal ran. Einatmen, nochmal langer Rücken. Ausatmen, zieh dich nochmal ran. Bring die Hände an deine Ellenbogen, die Arme Richtung Hinterkopf und werd hier nochmal ganz locker, ganz schwer. Dann löse deine Arme. Atme ein, komm mit einem großen Schritt mit deinem rechten Fuß nach hinten und platziere das hintere Knie und den Fußspann auf der Matte. Atme ein, mach dich lang. Ausatmen, lass dich nochmal tief ins Becken sinken. Dann spür nochmal deinen hinteren Fuß, deinen Fußspann auf der Matte und hebe leicht dein hinteres Knie. Halte nochmal an. Atme ein. Ausatmen, senke dein Knie. Und streck dein vorderes Bein, bring den vorderen Fuß auf die Ferse. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, vielleicht kannst du dich noch einen Millimeter absenken. Dann bring deinen Fuß noch einmal auf die ganze Fußsohle. Stell deinen hinteren Fuß auf den Fußballen, streck dein hinteres Bein. Atme ein und heb dich raus. Richtung Deck, mach dich lang. Achte darauf, dass deine hintere Kniekehle Richtung Decke strebt. Atme ein und mit deiner Ausatmung schließe und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Löse hier einmal deine rechte Hand von der Matte. Und umfasse auf der linken Seite deinen Brustkorb. Schraub dich unter deine Achselhöhle her. Und wenn du weitergehen möchtest, greife um dein Fußgelenk und schraub dich hier einmal unter deine Achselhöhle her. Dann komm nochmal zurück in den Hund und fließe von hier aus in ein stabiles Brett. Halt hier nochmal, spüre deine stabile Körpermitte. Und lass dich runter über Knie, Brust und Kinn. Und schlängle dich hier in deine Kobra, Schultern, Ellenbogen tief. Atme ein. Mit deiner Ausatmung komm langsam erst einmal über deine Knie wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und dann wandere noch einmal mit vielen kleinen Schritten nach vorne zwischen deine Hände. Beuge deine Knie. Und roll dich langsam entlang deiner Wirbelsäule auf. Streck zum Schluss deine Arme, atme ein. Ausatmen, lass deine Arme sinken. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen, links mit einem großen Schritt nach hinten. Und platziere dein hinteres Knie und deinen Fußspann auf der Matte. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, tauche noch einmal tief ins Becken ein. Und spür noch mal deinen hinteren Fußspann und drück dich einmal hoch. Halt hier. Ja, vielleicht kannst du hier schon eine schöne Dehnung spüren in deinem Psoas. Halt hier noch mal. Atme ein
Mit der Ausatmung senke deine Hände ab. Bring dein vorderes Bein vollständig zur Streckung, wenn es geht. Zieh den Fuß zu dir heran. Und lenke die Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Atme ein, zieh deinen Brustkorb weit nach vorne. Ausatmen, schieb dein Steißbein noch einmal von dir weg. Einatmen, Länge. Ausatmen, Tiefe. Dann bring den Fuß wieder auf die ganze Fußsohle. Deinen hinteren Fuß auf den Fußballen, Kniekehle heben. Atme ein und heb deinen rechten Arm hoch. Mach dich lang, öffne dich. Spüre noch einmal, dass du in die Länge arbeitest. Atme ein, ausatmen, schließe und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Dann löse einmal deine linke Hand von der Matte und umgreife auf der rechten Seite deinen Brustkorb. Oder wenn du magst, auch gerne dein Fußgelenk. Achte darauf, dass dein Becken sich nicht verschiebt. Halte nochmal. Löse wieder, komm in den Hund zurück. Atme ein. Und fließe noch einmal ins Brett, halte hier nochmal an. Und senk dich ab über Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Komm noch einmal mit vielen kleinen Schritten nach vorne zwischen deine Hände. Beuge deine Knie und roll dich langsam entlang deiner Wirbelsäule hoch. Streck zum Schluss deine Arme, atme ein. Ausatmen. Tadasana Samastiti. Atme ein, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen rechts mit einem großen Schritt nach hinten. Links daneben, herabschauender Hund. Einatmen, fließ ins Brett. Aussenke Knie, Brust und Kinn. Ein in deine Kobra. Aus, herabschauender Hund. Einatmen, komm mit einem großen Schritt rechts zwischen deine Hände. Links daneben stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, zieh dich hoch zur Decke. Ausatmen, lass deine Arme sinken. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen, links mit einem großen Schritt nach hinten. Rechts daneben, herabschauender Hund. Einatmen, fließ ins Brett. Aussenke Knie, Brust und Kinn. Einatmen, die Kobra. Aus, herabschauender Hund. Einatmen, komm mit einem großen Schritt links zwischen deine Hände. Rechts daneben stehende Vorwärtsbeuge, Kopf und Nacken locker. Einatmen, roll dich nochmal Wirbel für Wirbel hoch. Streck zum Schluss deine Arme, atme ein. Ausatmen, Arme locker lassen. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen rechts mit einem großen Schritt nach hinten. Links daneben, herabschauender Hund. Einatmen, fließ ins Brett. Achtung, ausatmen, dein Weg nach unten. Entweder Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga, Kobra oder heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Atme ein, komm mit einem großen Schritt rechts zwischen deine Hände. Links daneben stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, zieh dich noch einmal hoch Richtung Himmel. Ausatmen, Arme locker lassen. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen, links mit einem großen Schritt nach hinten. Rechts daneben, herabschauender Hund. Einatmen, fließ ins Brett. Ausatmen, dein Weg nach unten, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga Dandasana, Kobra oder heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Atme ein, komm mit einem großen Schritt links zwischen deine Hände. Rechts daneben stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, zieh dich lang hoch zur Decke. Ausatmen, Arme locker lassen.
Atme nochmal zwischen, lass deine Schulter nochmal sinken. Dann atme ein, mach dich lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen rechts mit einem großen Schritt nach hinten. Links daneben herabschauender Hund. Einatmen, streck dein rechtes Bein Richtung Decke, dreibeiniger Hund. Ausatmen, zieh das Knie unter deine Brust, komm in die Plank Pose hier. Halte dich hier, halte dich hier. Spür deine Kraft. Und dann atme nochmal ein. Und zurück in den dreibeinigen Hund. Dann atme hier tief ein. Ausatmen, führst du dein rechtes Knie zur Außenseite deines rechten Handgelenks. Halte dich nochmal hier. Atme. Und streck dich noch einmal. Dreibeiniger Hund. Atme ein. Achtung, ausatmen zur Außenseite deines linken Handgelenks. Und dann streckst du den Fuß direkt durch und kommst hier in den Stütz. Mach dich lang, heb dich raus. Streck dich hier nochmal. Atme tief. Einatmen, ausatmen, komm zurück in den dreibeinigen Hund. Gut. Und komm von hier aus in den herabschauenden Hund. Fließe noch einmal ins Brett. Dein Weg nach unten, Knie, Brust und Kinn. Oder Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Atme ein, komm mit einem großen Schritt mit deinem rechten Fuß zwischen deine Hände. Links daneben stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, zieh dich hoch zu Decke. Achtung, ausatmen, lass dich direkt wieder runter zu deinen Füßen. Einatmen, links mit einem großen Schritt nach hinten. Rechts daneben, herabschauender Hund. Einatmen, streck dein linkes Bein Richtung Himmel. Mach dich lang. Achte darauf, dass dein Standbein sich nicht mitdreht. Atme ein. Ausatmen, zieh das Knie nochmal unter deine Brust. Halt hier. Gut. Und noch einmal dreibeiniger Hund. Atme ein. Ausatmen, bring das Knie zur Außenseite deines linken Handgelenks. Halte hier. Und noch einmal. Einatmen. Ausatmen, Knie zur Außenseite deines rechten Handgelenks. Und streck das Bein direkt durch. Und schieb dich hier in den einarmigen Stütz. Komm, streck dich, mach dich lang, heb dich raus, atme weiter. Atme ein, ausatmen, zurück in den dreibeinigen Hund. In den herabschauenden Hund. Fließe von hier aus noch einmal ins Brett. Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga. Kobra oder heraufschauender Hund. Herabschauender Hund. Atme ein, komm mit einem großen Schritt mit deinem linken Fuß zwischen deine Hände. Rechts daneben stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, zieh dich hoch zur Decke. Ausatmen, Arme locker lassen. Atme nochmal zwischen. Lass deine Schultern nochmal sinken. Ein, mach dich nochmal lang. Ausatmen, senke dich ab zu deinen Füßen. Einatmen rechts mit einem großen Schritt nach hinten. Links daneben herabschauender Hund. Einatmen, komm mit einem großen Schritt mit deinem rechten Fuß zwischen deine Hände und richte dich auf in den Krieger 1. Komm hier an. Spür nochmal, dass deine hintere Kniekehle sich streckt. Atme ein und mit deiner Ausatmung bringst du die Hände in den Flechtgriff. Atme ein, mach deinen Brustkorb weit, heb nochmal deine hintere Kniekehle. Dann atme ein, Krieger 1. Ausatmen, wechsle in die Kriegerposition 2. Öffne deine hintere Hüfte. Achte nochmal, dass der hintere Fuß quer zum kurzen Mattenrand wirklich fest in der Matte steht. Hand, Schulter, Schulter, Hand, eine Linie. Dann atme ein.
Und mit deiner Ausatmung komm einmal in den friedvollen Krieger. Lehn dich nochmal weit nach hinten. Achte darauf, dass dein vorderes Knie in der Kniebeuge bleibt. Atme ein. Ausatmen, platzierst du deine rechte Hand an der Innenseite deines vorderen Fußes und hebst dich hoch in den seitlichen Winkel. Dann bleibst du entweder hier oder du kommst einmal in die gebundene Winkelhaltung. Mach das, was hier für dich richtig ist. Dann bring deine Hände wieder in die Winkelhaltung, wenn du nicht dort warst. Und streck langsam dein vorderes Bein und heb dich raus für Trikonasana, dein Dreieck. Stell dir vor, du möchtest hinten an einer Wand einen gleichmäßigen Abdruck hinterlassen. Atme nochmal tief. Streck deine vordere Flanke. Atme ein und mit deiner Ausatmung komm noch einmal in den Reverse. Einatmen, ausatmen, schlag ein Rad und komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Atme ein, fließ ins Brett. Ausatmen, deinen Weg nach unten, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga. Cobra oder heraufschauender Hund. Herabschauender Hund. Dann atme ein, komm mit einem großen Schritt mit deinem linken Fuß zwischen deine Hände und richte dich langsam auf in den Krieger 1. Lass deine Schultern sinken, komm hier nochmal an. Dein hinteres Bein möchte noch einmal in die Streckung. Atme ein, ausatmen, nimm die Hände in den Flechtgriff. Einatmen, mach deinen Brustkorb noch einmal weit. Einatmen, streck dich nochmal. Ausatmen, Kriegerposition 2. Atme ein und ausatmen, komm in den Rücken. Seitlichen Winkel. Wenn du magst, komm auch hier noch einmal in die gebundene Winkelhaltung. Dann bring deine Hand wieder auf, wenn du nicht schon dort bist, gib dich nochmal raus in den Winkel. Und dann streck langsam dein vorderes Bein und heb dich raus für Trikonasana. Mach dich nochmal lang, atme tief. Spür nochmal die Außenseite deines hinteren Fußes fest in der Matte. Und dann atme ein und mit deiner Ausatmung beuge dein vorderes Knie und komm noch einmal in den friedvollen Krieger. Mach dich nochmal lang. Atme ein. Und mit der Ausatmung schlag ein Rad. Und komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Einatmen, fließe noch einmal ins Brett. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Cobra oder heraufschauender Hund. Herabschauender Hund. Dann komm mit zwei großen Schritten zwischen deine Hände und komm einmal zum Sitzen. Ich drehe mich mal zu euch nach vorne. Fühle ich mich besser, wenn ich euch sehen kann. Gut. Okay. Dann streck nochmal deine Wirbelsäule. Und dann setz dich einmal ins halbe Boot. Deine Füße haben so einen ganz kleinen Abstand zueinander.
Und jetzt stell dir doch mal vor, du hättest eine unsichtbare Hand in deinem unteren Rücken, die schiebt dich so ein bisschen nach vorne oben. Dein Brustbein zieht sich noch mal ganz hoch. Atme weiter. Und dann atme ein. Und mit der Ausatmung drehst du dich nach rechts. Und deine Beine gehen ganz leicht nach links von dir weg. Und deine linke Hand, die möchte jetzt deine rechte am liebsten überholen. Zieh dich dorthin. Lass die Füße auf Kniehöhe. Atme weiter. Zieh, zieh, zieh. Und dann komm nochmal zurück zur Mitte. Atme hier nochmal ein. Und ausatme nochmal zur anderen Seite. Deine Beine möchten leicht nach rechts. Und deine rechte Hand, die möchte zu deiner linken. Heb dich immer wieder raus. Und komm wieder zurück zur Mitte. Und senke deine Beine erst einmal wieder ab. Gut. Atme einmal zwischen. Eine Runde können wir noch. Setz dich noch einmal ins halbe Boot. Atme ein, mach dich lang. Ausatmen, dreh nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, dreh nach links. Einatmen, mach dich noch mal lang. Ausatmen, dreh nach links. Nach rechts. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, dreh nach links. Einatmen, mach dich lang. Und wenn du magst, streck einmal deine Beine. Musst du nicht, aber kannst du. Hallo. Ja, mach dich lang, mach dich lang, mach dich lang. Heb dich raus, heb dich raus. Heb dein Brustbein, atme ein. Und ausatmen, locker lassen. Sehr gut. Dann leg dich einmal auf deinen Bauch. Deiner Schultern auf und atme ein, komm in eine kleine Kobra, ausatmen, lass deine Stirn wieder sinken, einatmen, noch einmal Kobra, ausatmen, lass deine Stirn sinken, einatmen, Kobra, und jetzt bleibst du hier, schieb die Arme von dir weg, deine Schultern möchten nach unten. Und du entscheidest, inwieweit du deine Arme streckst und inwieweit du deine Hände zu dir heranholst. Denke daran, deine Oberschenkel, dein Becken bleiben liegen. Nimm eine stolze Haltung ein. Hebe dein Dekolleté, lass deine Schultern sinken. Bauchnabel zieht noch einmal nach innen, Richtung Wirbelsäule. Wenn du tiefer unten bleiben möchtest, mach das. Höre hier auf deinen Körper. Dann atme noch einmal ein und mit deiner Ausatmung senk dich langsam wieder Richtung Boden ab. Dann greifst du mit deiner rechten Hand zu deinem rechten Fußgelenk und mit deiner linken Hand zu deinem linken Fußgelenk. Wenn du etwas sanfter praktizieren möchtest, lass deine Knie geöffnet und deine Füße spitz. Wenn du etwas intensiver arbeiten möchtest, halte deine Knie etwas näher beieinander und flexe gleich deine Füße. Einatmend hebe nur den Oberkörper, nur den Oberkörper. Und wenn du spürst, es ist alles in Ordnung, dann darfst du dich hier einmal rausheben. Vielleicht die Füße flexen, mach das, was für dich in Ordnung ist. Atme weiter. Halte. Und lass langsam wieder los. Bring die Hände übereinander. Komm in die Bauchentspannungslage. Und beweg dein Becken einmal von einer Seite zur anderen. Dann bring die Hände unterhalb deiner Schultern auf den Boden. Und komm in den Vierfüßlerstand. Von hier aus ganz langsam, langsam bitte, in den Katzenbuckel. Dann setzt du deine Füße auf für deinen letzten herabschauenden Hund. Und du wanderst mit ein paar kleinen Schrittchen nach vorne. Kommst zum Sitzen,
und kommst direkt runter in die Rückenlage. Setz deine Füße auf, hüftbreit und spüre noch einmal deine vollständige Wirbelsäule auf dem Boden. Und deine nächste Einatmung rollt dich langsam von unten nach oben hoch. Spüre, dass du eine Verbindung hast zwischen deinen Beinen, sodass dir deine Knie nicht nach außen wegfließen. Spüre nochmal, dass dein Steißbein lang werden möchte. Dann atme ein. Und mit deiner Ausatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück. Deine nächste Einatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder hoch. Und wenn du etwas weiter in die Rückbeuge möchtest, setz deine Füße auf die Fußballen, wandere etwas näher an dein Gesäß, heb dich raus. Wenn du weiter hoch möchtest, bring deine Hände unterhalb deiner Taille an deinen Körper, deine Ellenbogen ganz schmal unter deinen Körper. Und wenn du noch weiter in die Rückbeuge möchtest, lass an dieser Stelle deine Fersen sinken. Atme weiter. Heb dich wieder hoch, löse deine Arme und roll dich langsam entlang deiner Wirbelsäule wieder ab. Dann breite deine Arme zur Seite aus und hol dir deine Knie einmal an den Körper heran. Atme ein. Und mit der Ausatmung lass deine Beine zur Seite ausgleiten. Dann legst du einmal deine rechte Hand an die obere Kniekehle. Und wenn möglich, streckst du deine Beine so gut es geht. Wenn du kannst, darfst du auch gerne deine großen Zehen fassen und die Beine vollständig strecken. Achte darauf, dass deine linke Schulter auf dem Boden bleibt. Genauso gut kannst du aber die Hand an der Kniekehle lassen, die Beine auch angewinkelt lassen. Mach das, was hier für dich gut ist. Dann hol dir deine Beine wieder in den Winkel zurück und komm nochmal zur Mitte ran. Atme ein. Ausatmen, bring die Beine zu deiner linken Seite und die obere Hand wieder gerne in die Kniekehle. Und wenn du magst, bring deine Beine zur Streckung. Wenn du kannst, greife auch zu den großen Zehen, streck deine Beine hier. Hol die Knie wieder zurück zur Mitte. Mach nochmal ein kleines Paket. Atme ein. Und mit deiner Ausatmung zieh nochmal Stirn und Nase ganz klein zu dir heran. Und löse langsam wieder. Gut. Und wenn du jetzt magst, komm gerne in Shavasana, dazu streckst du deine Beine lang aus und legst deine Arme körperfern auf. Ja, mach es dir nochmal ganz bequem. Schließe deine Augen und lass alles los, was dich bisher beschäftigt hat.
Lass diesen Tag los. Lass deine Yoga-Praxis los. Lass alles los. Und spüre, dass du mit jeder Ausatmung mehr in deine Matte hineinsinkst. Spüre deinen Körper ganz bewusst. Spüre deine Atmung und nimm hier noch einmal wahr, wie leicht dein Atem fließt, ganz von allein, ein und aus, auf und ab, ruhig und gleichmäßig. Vielleicht schenkst du dir ein inneres Lächeln, bedankst dich bei dir selber dafür, dass du dich so gut begleitet hast durch diese Zeit, durch diese Yoga-Praxis. Und wenn du zu Hause liegst, darfst du gerne noch länger liegen bleiben, aber wer jetzt enden möchte, atme bitte tief ein. Und tief wieder aus. Beginne mit der Bewegung deiner kleinen Körperteile, mit Finger, Zehen, Händen, Füßen. Reck und streck dich, mach jede Bewegung, die dir jetzt gut tut. Und dann komm langsam über deine rechte Seite hoch zum Sitzen. Komm noch einmal in deinen gekreuzten Sitz und schließe die Hände vor deinem Herzen. Schließe noch einmal deine Augen. Bedanke dich bei dir und bei deiner inneren Kraft. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast. Vielleicht bis nächste Tage noch einmal. Danke und Namaste.